Hallöchen, ihr lieben Leute von heute. Herzliches Willkommen zu meiner nächsten Folge von meinem Minecraft-Projekt. Vor der Fischerhütte, die noch nicht wirklich da super ausschaut, Leute. Ach du Schach, du Ande. Ich baue mich hier weiter rauf auf jeden Fall. Noch einmal rauf. Ja, werde ich machen. Und zwar deshalb, weil ich hier einen Mist baue. Ja, den ich nicht bauen will. Ach Leute. Ja, es ist immer wieder ein Vergnügen, nicht solche Arbeiten zu machen. Aber es muss sein, Leute. Schauen wir mal. Zum Beispiel habe ich hier. Könnte ich hier raufbauen. So, zack. Dann baue ich mich gleich hier rüber um die Ecke. Ja, so ist das, ne? Ja, da brauche ich nicht immer runterhüpfen und neue Ding. Okay, da muss ich auch so. Genau. Genau, Leute, so soll es sein. So will es das Gesetz. Ja, Dachbau auch bei der Fischhütte. Ich mache Folgendes. Ich werde jetzt das ganze Material, das ich jetzt hier noch habe, wegbauen. Und dann gehe ich Folgendes an. Dann ja, werde ich ein kleines Bauhäuschen machen. Das heißt, also die mich kennen, wissen ja, dass ich jetzt nicht Folgen über Folgen die ganze Zeit an einer Sache arbeiten kann. Weil ich quasi dann ungeduldig werde, unruhig werde. Das ist leider Gottes meiner Krankheit geschuldet. Aber, das kann ich später noch wegtun. Aber nichtsdestotrotz werde ich jetzt einmal schauen, dass ich so weit wie möglich mit dem Dach komme. Ja, so ist das. Und so muss das sein. Ja. Weil da unten, wo ich jetzt da runter sehe, da unten kommt nämlich auch noch was hin. Weil es soll ja nicht nur, also es wird eine Fischerhütte spezial, herrlich. Weil es soll ja nicht nur eine Fischerhütte sein, sondern auch eine quasi so wie eine Oase werden. Das heißt, so eine Fischerhütte, und man kennt es ja, ich weiß nicht, auch im echten Leben und auch in Filmen und so, dass man quasi so Fischerhütten am Stadtrand irgendwo oder im ländlichen Gebiet eher mehr, dass man die hat und da drinnen auch quasi ja Partys feiert oder einfach relaxed und abschaltet. Und so soll das auch sein. Das ist aber eher so ein amerikanischer Stil. wobei ich es jetzt eigentlich keinen bestimmten Stil mache, sondern einfach nur meinen Stil verfolge. Es ist einfach so, Leute. So. Und ja, so werde ich das jetzt einmal. Ja, hier rundherum geht das eh weiter. Das ist super. Na bitte. Gut, dann werde ich mich hier aufbauen und dann hier weitermachen. Das Dach muss her. Das Dach muss her. Also wie gesagt, meine Tochter auch in dieser Session leider nicht dabei. Ich weiß nicht, ob sie nachher dann kommt. Kann durchaus sein, dass sie mal kurz vorbeischaut. Wenn sie von der Schule nach Hause kommt, natürlich. Weil jetzt ist es ja gerade 9 Minuten vor 12 Uhr Mittag. Und ja, in einer Dreiviertelstunde hat sie dann Schule aus. Und die Session wird dann ja eh noch gehen. Schätze ich mal, wenn es nicht wirklich was dazwischen kommt. Lass mal das einmal so. Holen wir das einmal, wollte ich sagen. Jeder Klotz zählt, Leute. Ich werde eh mit dem nicht fertig werden. Nö, werde ich nicht. Wir haben nur noch 6 Stück Treppen. Aber ich könnte mal wieder welche machen, oder? Geht das? Ja, dann lasse ich es nämlich. So, wo haben wir da? Genau, da drüben, Leute. So, dann baue ich mich runter, baue da mal die ganzen komischen Sachen weg. Passt. Dach, ja, wird ja ganz schön. Es ist nur einfach so, also momentan noch sehr einfach gehalten. Ich werde natürlich diesen ganzen Schnickschnack
mit so Streben und keine Ahnung was, werde ich später mal machen. Ja, aber jetzt eben noch nicht. Auf jeden Fall. War alles weg hier. Ja, das ist im Wasser undankbar, das Ganze zum Abbauen hier. Na komm doch. So, und es wird schon wieder finster. Passt. So, ihr Lieben, dann haben wir die ganzen Klötzchen hier mal einsammeln. Ja, jeder Klotz ist wichtig. Das finde ich, ja, ist so. So, jetzt haben wir da mal das Ganze weggebaut. Schaut nochmal schön aus. Wie schaut es von Weitem aus? Ja, da ist er noch nicht ganz fertig. So, die Hischerfütte, Fisch. So, was habe ich noch an Holz? Das ist egal, denn ich brauche das Holz jetzt für was anderes. Und zwar einmal ein Stack von dem nackten Holz. Ich könnte auch, ja, es ist schon wieder Abend, ich könnte auch Folgendes machen. Schau da mal, warte, geht das? Ah, so geht das. Ja, Leute, genau das wollte ich machen. Damit das ein bisschen anders ausschaut, Leute. Ich darf mich da nur nicht vertun. Ja, damit es besser ausschaut. Es ist schon wieder Abend, Leute. Nacht. Wieder Übernachtung in der Fischerhütte. Sehr. Ah, wartet mal ganz kurz. Ich muss hier mal ausleuchten. Auf jeden Fall wichtig. So, gute Nacht, ihr Lieben. Ja, Notart, ne? Jo. Ah, die Fischerhütte wird so dermaßen mega werden später mal. Weil hier habe ich genügend Platz für eine Türe. Das werde ich jetzt auch schon machen, Leute. Und da unten werde ich auf jeden Fall, jetzt werde ich auf jeden Fall schon mal da das beginnen, was ich vorhabe, Leute. Ja. Genau hier und dann da. Ja, schön. Weil das wird so eine Art Terrasse werden. Sollte aber auch so sein. Genau, und dann so. Das kann ich eh... so machen. Damit das nicht ganz rüber geht, oder? Damit es auch ein bisschen, damit es nicht so extrem quadratisch ausschaut, wisst ihr? Oder? Dann können wir das, das, das und einfach noch hier was hin tun. Genau. Damit es jetzt nicht so quadratisch aussieht. Pasta Schutter mit Butter. Dann, ihr Lieben, ich hab noch Holzzäune. Ich habe noch Zäune Holz. Aber ich weiß nicht, ob ich da nicht einen Eisenzaun machen soll. Oder alles auf Holz. Das kann ich ja später auch noch ausbessern, Leute. Zack. Achso, okay. Ja, keine Holzzäune mehr. Aber kann ich eigentlich... mal schauen, wie viel da rausgeht. 12 Stück. Hier. Nö, das ist nicht gut.
ist ein bisschen, vielleicht doch ein bisschen zu eng dann gewesen. Hier, das passt, ne? Oder? Ja. Eigentlich richtig angenehm. Da weiß ich noch nicht, was ich mache, weil ich will das nicht alles zumachen. Da kann ich baden gehen. Schaut mal. Whee! Boom, Leute! Da haben wir sogar Ton! Leute, ich hab da Ton! Ja, warum baue ich nicht gleich ab, wenn ich da schon vor meiner Nase einen Ton habe? Leute, natürlich baue ich den ab, Leute. Schaut mal, Leute, jetzt kann ich da gar nicht mehr durch. Schaut mal, ich kann da nicht mehr durchlaufen. Das war so nicht gedacht, Leute. Ach du Schande. Das wächst ja alles nach, Leute. Das ist blöd. Ich muss mir da was einfallen lassen, Leute. Ich kann da nicht mehr durch. Schade, dass das nachwächst. Das ist so richtig blöd, dass das wirklich nachwächst. Da gewachsen. Wie ist denn da alles gewachsen? Meine Gott, Fresse. Das wird alles nachwachsen, Leute. Schade. Das finde ich richtig blöd, dass die Sachen nachwachsen. Auf der Seite halt. Ach, schade. Ja, sicher. Wäre halt realistisch, ne? Aber, ja. So. Ein wunderschöner Garten. Dann kommt da. Genau. Zack, zack, zack. Vielleicht auch so ein Steg hin. So. Cool, oder? Vielleicht auch mit Zaun. Das kann sein. Nö, nö, ich brauche meine Werkbank. So, ihr Lieben, dann werden wir mal da schauen. Zack, dann werden wir da Holzzäune hin. So. Genau, zack, 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 passt. Irgendwie voll Nietzsche, Leute. Und da natürlich schauen, dass ich Fackeln drauf mache. Das soll ja eigentlich, ja, passen, oder? Genau, Laternen wäre ja nicht schlecht, dass ich da das alles mal... Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon machen soll oder erst später. Aber schauen wir uns das Ganze mal von Weitem an. Oh, Nietzsche. Naja, ja, man kann es lassen, ne? Ehrlich. Man kann es lassen. Ja, das finde ich gar nicht so schlecht, Leute. Vielleicht für ein Sumpfneil. Vielleicht gar nicht so schlecht, Leute, oder? So. Ja, dann haben wir das einmal. Gut. Dann würde ich einmal sagen, nächster Schritt, Eseltritt. Leute. Weil ich muss jetzt... Genau, die Steine. Die Steine sind's, die ich wollte. Ja, 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 ja. So, diese Steine und diese Steine. Da habe ich sogar Holzkohle. Warum habe ich keine normale Kohle mehr drin? Da muss ich da die Holzkohle reingeben. Ich brauche Kohle auf der Hand, Leute.
Holzkohle, genau. Wenn man schon keine normale Kohle findet, dass ich es rausbringe. So, zack. Da. Das da. Genau. Ja, es muss auch ein bisschen Ordnung gemacht werden, Leute. Aber jetzt sowieso nicht, weil... genau, den Ton, den ich da abgebaut habe. Jetzt habe ich vergessen, den anderen Ton auch zu nehmen. Warte mal kurz, habe ich da noch einen Ton drin? Nö, voll nicht. Drei Wolle? Das ist gut, Leute. Da könnte ich mir eigentlich... Ja... ein Bettchen machen und das wird dann das neue mitten im Bettchen werden. Weil ich habe das alte nämlich eben mein Ding drin, in meiner Fischhütte brauche ich ein Bett. Das ist logisch. Logisch. Hä? 64 Bruchsteine. Vielleicht könnte ich da auch da was reingeben. So. Leute! Ja und... ja, zum Beenden dieser Folge würde ich einmal sagen, füttere ich wieder meine Kühe. Servus. Hallo. Ja, seid sehr fein unterwegs. 30er Stufe, Leute. Das ist cool. Aber nichtsdestotrotz nicht freuen. Ja, 30 Stufe verzaubern. Nö. Weil ich jetzt mit diesen paar Verzauberungspunkte weggeben möchte. Denn ich möchte nämlich Folgendes machen, Leute. Ich möchte nämlich auf meinem Murmel da oben die Atemding da haben. Es ist schon wieder finster, Leute. Achso, mein Kaffee habe ich ja hier. Ich weiß nicht, ob jetzt der Tobi kommt oder später erst. Aber es ist 12.05 Uhr. Also der Frühhaus hat normalerweise um 13.30 Uhr, glaube ich, hat er aus. Das weiß ich jetzt gar nicht. So, ihr Lieben. Dann gehen wir mal ab zum Verzaubern. Ja, servus, Max und Moritz. Ja, sie heißen Max und Moritz, nachdem es ja so viele Leute gibt auf meinem Kanal, die kommentieren. Und mal Namensvorschläge machen. Also, ist so. Ja. Bleibt mir jetzt über, als sie so zu nennen, wie ich sie nenne. Fertig. Servus! Du bist ein ganzer Feiner. Das ist mein neuer Bewohner. Dich lasse ich leben. Hallo. Ja, grüß dich. Ja, servus. Ja, fein. Du bist ein ganzer Feiner. So, ihr Lieben. Die Atemkappe. Ich werde meine Atemkappe natürlich erst rauslegen müssen. So. Nö, ich brauche ein Buch. Wasseraffinität. Das kann ich jetzt dann da machen. Wasseraffinität. Zack, schau da mal. Super. Super, Wasseraffinität. Cap habe ich jetzt. Ja, jetzt kann ich länger tauchen, Leute. Was ich richtig finde, cool. 27 Erfahrungspunkte habe ich aber noch immer. Das passt ja, Leute. Na, das wollte ich jetzt nur schnell machen. Der muss auch noch überall fertig gemacht werden. Tust du meinen Wolf ist eh nichts, beziehungsweise meinen Lieblings... Ich weiß, das sind Wölfe, Leute. Ja, ja. Aber ich sag Hunde. Man sagt wirklich eigentlich immer Hunde zu denen. Das sagen viele. Das sind aber eigentlich wirklich... In Wirklichkeit sind das ja Wölfe, Leute. Es ist Wahnsinn. So, ich würde mal sagen, Leute, was wollte ich jetzt eigentlich? Jetzt habe ich schon wieder ein Blackout. Mit der Fischerhütte bin ich noch nicht fertig. Aber, genau, ja genau, so, aber ich kann da weitermachen, Leute. Mit dem da. So, mit dem kann ich weitermachen hier. Das ist ja mega. Heißt, viele Arbeiten sind zu verrichten und mir ist es schon wirklich
sehr lange im Magen gelegen, die Arbeiten hier weiterzumachen. Es ist wirklich so. Also, denke mal, ich habe mir schon oft gedacht, eben, da draußen muss schöner werden. Dann habe ich mir aber gedacht, wie stelle ich das aber an, Leute? Wie mache ich das? Wie soll ich das alles gestalten? Und keine Ahnung was. Und ja, jetzt habe ich zumindest einen Ansatz. Irgendwie nehme ich das da her. Das zack. Ja. Und da könnte ich ja eigentlich noch ein Bäumchen setzen, oder? Ja, da ein Bäumchen setzen, Leute. Aber der wird ja auch da komplett rein. Ich schau mir das einmal an, wie es wird, Leute. Weiß nicht, man weiß ja wirklich nie wirklich so, wie der genau wächst, Leute. So, bis dahin haben wir das einmal. Da weiß ich jetzt nicht. Schauen wir mal, das ist gut. Dann einmal hier. Ich probiere das nur. Also, es soll ja auch schön. Soll ja auch schön ausschauen, Leute. Es soll ja nicht irgendwie hingepfeffert werden. So, ihr Lieben. Aber die Folge ist vorbei. Ich sehe schon, wir haben Überzeit. Hilfe! Ja, somit werde ich mich jetzt einmal zurückziehen. Mal schauen, wie ich das alles da mache, Leute. Ich habe keine Ahnung, wie ich das noch weitermachen soll. Ich habe aber schon eine kleine Idee, ihr Lieben. Das und mehr aber in den nächsten Folgen, ihr Lieben. Bleibt also dabei, wenn es dann übermorgen im Normalfall weitergeht. Also bis zum nächsten Mal. Game over, euer Bulli. Ciao.